Herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktanalyse und Trading Ideen. Mein Name ist Johannes Loh. Ich bin Sales Trader bei Aiondo Markets. Heute werden wir uns ansehen den DAX und einige andere Indizes, Währungspaare und Aktien. Und wir stellen auch jede Woche einen Top Trader vor, der auf der Social Trading Plattform bei uns aktiv ist, so dass man jede Woche sehen kann, welche Auswahl es an potenziellen Top-Tradern gibt und worauf man da achten soll, wenn man in seine Statistik reinsieht. Und bevor es soweit ist, möchte ich hier noch darauf hinweisen, dass alles, was heute besprochen wird, keine direkte Aufforderung zum Handel ist oder einem Trader zu folgen, sondern die letztliche Entscheidung liegt beim Teilnehmer selbst. Also, dann können wir gleich hier reingehen und da haben wir gleich mal hier den Chart vom DAX. Und hier sehen wir, dass der seit letzter Woche einen kleinen Sprung hier hingelegt hat. Es war nämlich so, dass er hier die 11.550 circa hier als Widerstand noch gehalten hat in der vergangenen Woche. Und das wurde ja aber in dieser Woche durchbrochen, dieser Widerstand. Und es konnte ein neuer Widerstand ausgebildet werden bei der 11.680. Und da wurde eben der Kurs nach unten korrigiert. Und wie wir hier sehen, der ehemalige Widerstand bei der 11.550 bildete sich hier als neue Unterstützungslinie aus. Also ein klassisches Beispiel für diese Umwandlung von Widerstand auf Unterstützung. Und das ist eben in der vergangenen Woche so geschehen. Und somit gilt es hier, diese Unterstützungslinie, wenn möglich, zu halten in dieser Woche und möglichst hier nach oben über die 11.680 hier zu durchbrechen. Und die Nachrichtenlage ist gemischt, wenn man das so sehen kann. Also zum Beispiel die Handelsgespräche, die ja immer noch laufen zwischen den USA und China, die sehen positiv aus. Es sieht ganz danach aus, dass es da wirklich ein Abkommen geben wird, einen Handelsvertrag geben wird. Wie der genau aussieht, wird natürlich noch verhandelt werden und auch noch bekannt gegeben werden. Aber es ist fast einstimmig so, also der Chor der Analysten lautet doch so, dass es sehr wahrscheinlich ein Abkommen geben wird und das wenn möglich sogar noch Ende dieses Monats. Und das sind natürlich gute Nachrichten. Andere negative Tendenzen, die werden wir uns dann später auch noch ansehen. Also man kann gespannt darauf blicken, was der DAX dann in dieser Woche machen wird. Aber generell ist die 11.550 hier als Unterstützungslinie und sollte möglichst nicht unterboten werden. Wenn wir den Chart hier etwas verkleinern und uns hier entsprechend ansehen, den Wall Street Index, der hier auch im Stundenchart hier zu sehen ist. Da sehen wir am gestrigen Tage oder am vorgestrigen Tage eine kleine Kurskorrektur. Da gab es einige Tech-Aktien und Health, also Gesundheitssektor-Aktien, die da nicht gut abgeschnitten haben. Und die haben dann etwas diesen Kurs hier mit nach unten gezogen. Generell, wenn man hier etwas raus scrollt mit dem Mauszeiger, ist da eine Seitwärtsbewegung zu verzeichnen. Und die Bewegung hier im Moment, also diese interessante Linie bei der 25.760 ist hier als Widerstands- und Unterstützungszone hier zu sehen. Und genau auf dieser Linie bewegt er sich im Moment. Und wie es sich im Laufe des heutigen Tages entwickeln wird,
Das wird natürlich dann von anderen Faktoren abhängen. Aber das werden wir natürlich alles beobachten. Aber generell ist in dieser Woche eine Seitwärtsbewegung zu verzeichnen. Auf dem Währungsmarkt gibt es hier zwei Beispiele, und zwar zum britischen Pfund, US-Dollar. Und der war in der vergangenen Woche etwas stärker, da gab es etwas bessere Signale bezüglich Brexit, dass zum Beispiel auch ein neues Brexit, ein zweites Brexit-Referendum in Aussicht gestellt wurde. Das muss aber natürlich erst im Parlament beschlossen werden. Und möglicherweise am 12. März gibt es da schon diesen wichtigen Termin, wo das im Parlament beschlossen werden könnte. Also da auf jeden Fall die Augen aufhalten am 12. März, was da so aus dem Haus aus dem Unterhaus der britischen Regierung da kommen wird. Und generell, da es kein wenig Neuigkeiten gibt, ist hier dann doch der Kurs etwas wieder zurückgegangen vom britischen Pfund, und deshalb in dieser Woche auf der 1,31 US-Dollar, japanischer Yen. Er konnte in der vergangenen Woche einen Kursanstieg verzeichnen. Japanischer Yen auch etwas zurückgegangen, weil sich die angespannte Lage vielleicht doch etwas entspannt hat und sich dadurch der Yen etwas zurückgezogen hat. Auf den Aktienmärkten hat sich natürlich auch einiges Interessantes abgespielt. Hier sehen wir Zalando, der Online-Händler, konnte ausgezeichnete Zahlen vorlegen, eine Steigerung der Kundenanzahl und auch einen höheren Umsatz von 25%. Und das ist natürlich ein ausgezeichnetes Zeichen für diese Aktie, und die konnte natürlich stark zulegen. Also Zalando im Moment ausgezeichnet, und auch heute sehen wir in den letzten Stunden auch einen Kursanstieg. Und wenn wir uns im Vergleich dazu, ne, also nochmal, auch eine positive Nachricht sehen wir hier bei Dialog Semiconductor. Und da gab es diese Woche auch einige Umstrukturierungen im MDAX und SDAX, dass nämlich Dialog Semiconductor aufsteigen wird in den MDAX. Und das gibt natürlich einen Schub für die Aktie, die da diesen Morgen hier zulegen konnte. Ein negatives Beispiel, was auch damit im Zusammenhang steht, ist die Schaeffler-Aktie. Und die natürlich, wenn eine Aktie aufsteigt in den MDAX, muss natürlich eine andere absteigen. Und das ist in diesem Fall die Schaeffler-Aktie. Und hat eben hier, wie wir sehen, eine Kurskorrektur hingelegt an diesem Morgen. Hat sich wieder erholt etwas, also dürfte sich dann vielleicht doch heute schon stabilisieren. Das wird sich in den nächsten Stunden noch zeigen. Und Schaeffler, ja, ein Automobilzulieferer, und die Umsätze im letzten Jahr sind da gefallen. Und es wurden auch Restrukturierungen angekündigt. Und also Schaeffler geht durch schwierige Zeiten, und eben auch noch dieser Abstieg sozusagen aus dem MDAX trägt noch dazu bei, zu diesem Kursverfall. Was in der Automobilbranche natürlich auch mitspielt, sind eben da Daimler und BMW als Beispiel. Und die konnten hier in diesem Zusammenhang natürlich auch hier mit einer fallenden Kursbewegung hier mit reagieren. Also der Zulieferer hat hier ein Zeichen gegeben für die
dazugehörige Automobilbranche. Und hier sehen wir, dass Daimler und BMW hier mit fallenden Kursen auch den Tag eröffnet haben. Aber hier bei Schaeffler hat sich das, wie wir sehen, im Moment etwas stabilisiert und das kann sich natürlich auch bei den Automobilherstellern ebenso dann ergeben. So, als nächstes sehen wir uns an die Brent Crude Aktie, also Ölpreis. Und ja, also der stabil über der 60, um die 65 US-Dollar herum. Und relativ stabil. Und auch eben die guten, positiv verlaufenden Gespräche der beiden größten Volkswirtschaften, USA und China. Und das stabilisiert etwas den Preis. Es hat China gestern angekündigt, ein schwächeres Wachstum für die nächsten Jahre, oder für das nächste Jahr auf jeden Fall. Und eine schwächere Konjunktur, das heißt natürlich weniger Wirtschaftsleistung, und das könnte sich auf den Ölpreis sehr negativ auswirken, da die Nachfrage sinken würde, und das wäre etwas ein bärischer Faktor, der im Ölpreis mitspielen könnte. Gold hier hat es dann doch die 1300 nach unten hier durchbrochen. Und da gab es eben auch positive Signale und eben auch die Krisensituation etwas entschärft. Und deshalb konnte hier die 1300 nach unten durchbrochen werden. Auch natürlich der starke US-Dollar, wie wir gesehen haben, hat sich der US-Dollar in der vergangenen Woche auch stärker gezeigt. Und der hat natürlich auch Auswirkungen auf den Goldpreis, und dieser hat sich hier bei der 1286 hier heute etwas eingependelt. Auch in den letzten zwei, drei Tagen spielt es sich um diesen Kurs herum ab und sozusagen in Wartestellung. Also wir werden sehen, wie sich US-Dollar entwickelt und die geopolitische Lage. Gibt es denn Fragen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen? Also, wenn es keine Fragen gibt, dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt über. Und das ist der Signalgeber, der auf unserer Plattform aktiv ist. Wie gesagt, stellen wir jede Woche einen Trader vor, um die gesamte Bandbreite hier darzustellen, damit Sie das auch alles kennenlernen können und möglicherweise den anderen oder den einen oder anderen Top-Trader für sich entdecken. Aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung, sondern eine Information. Und hier sehen wir den Trader FSB Gold, und er ist hier in der höchsten Karrierestufe und als ein Real Money Trader mit diesem R ausgezeichnet und als Risikoscore zwischen 1 und 10 hatte er hier den Wert von 3 und 10 Follower an der Zahl. Die Performance seit Beginn ist hier mit 8,93%. Und wie wir hier sehen, stetig ist hier der Anstieg, stetig und geduldig, hier mit etwas einer Korrektur. Aber ansonsten, wie wir hier sehen, doch sehr stark im Aufwind. Der maximale Drawdown hier mit 12,6%, also relativ gering. Also der maximale Drawdown ist ja ein wichtiger Wert hier bei Alliondo, und zwar sind die 25%, und wenn hier diese 25% überschritten werden würden, dann würde dieser Top-Trader hinuntergestuft auf die erste Karrierestufe und kann nicht mehr aufsteigen. Maximaler Drawdown natürlich an die aktuell laufenden offenen Verluste, und da hatte dieser Trader
12,6% als höchsten Wert in seiner Historie. Die monatliche Performance ist nämlich auch durchwegs positiv. Also, dass hier jedes Monat hier mit Gewinn abgeschlossen wurde und also im vergangenen Jahr 8,35%, dieses Jahr 0,54%. Und was hier auch noch interessant ist, ist hier die Kapitalverteilung. Also er handelt ausschließlich mit Gold, was ja natürlich auch der Benutzername FSB Gold natürlich auch vermuten lässt. Und wie wir hier sehen, gibt es keine offenen Positionen. Das heißt, wenn man diesem Trader folgt, kann man davon ausgehen, dass jetzt nicht Positionen längere Zeit gehalten werden und etwa mitgeschleppt werden über einen längeren Zeitraum. Und auch in der Transaktionshistorie sehen wir, dass hier die meisten Trades sogar am selben Tag getätigt werden und sogar ohne Finanzierungskosten auskommen somit. Und hier nur in einigen Fällen gibt es hier Finanzierungskosten, hier einmal Finanzierungskosten und hier auch einmal und mit sehr geringen Gebühren. Da gab es eben den Nettogewinn von 446,49 Euro und das Ganze war ein Take Profit. Also einmal Finanzierungskosten gab es hier, also für einen Tag, jeweils hier bei diesen zwei Positionen. Ansonsten handelt dieser Trader ohne Finanzierungskosten. Wie gesagt, hier auch nur zwei Stück an Finanzierungskosten und die restlichen Positionen am selben Tag noch geschlossen. Hier sehen wir Short-Positionen in Gold. Und hier sehen wir sowohl Short- als auch Long-Positionen in Gold. Das heißt, nicht nur Long oder nicht nur Short, sondern eine gute Mischung und wie wir gesehen haben, eine gesunde Mischung. Und hier gibt es hier auch einige, die Mischung von Signalen, nämlich hier Take-Profit und Stop-Loss, ist beides am Bestehen. Und auch Exit-Signal, also manuelles Signal beim Ausstieg ebenso. Hier können wir ebenso dieses Bild sehen. Short-Long-Positionen, Stop-Loss und manueller Exit, Take-Profit, alles hier gegeben. Und auch auf den folgenden Seiten hier manueller Exit, Take-Profit und auch hier zu circa der Hälfte auf dieser Seite gab es Finanzierungskosten, ansonsten keine. Hier gab es etwas mehr an Finanzierungskosten. Ansonsten aber sehen wir, dass dieser Trader eben auch, wie wir aktuell sehen können, keine offene Position, sehr geduldig handelt und jetzt nicht links und rechts den ganzen Tag Positionen eröffnet, sondern gezielt sich Positionen auswählt, um hier auf den Goldpreis zu handeln. Und das gab ihm eine Performance von über 8%, knapp 9% seit Beginn. Gibt es denn Fragen, bevor wir zum Abschluss kommen? Also, wenn es keine Fragen gibt, dann möchte ich auf jeden Fall danken für die Teilnahme. Sie können uns natürlich kontaktieren zu einem späteren Zeitpunkt und zwar für Social Trading unter der 069 5x die 9, dann 4150 oder für CFD Trading für den Eigenhandel unter der 069 9675 9007 oder natürlich auch per E-Mail unter der service@iondo.com. Ich danke nochmals für die Teilnahme und wünsche eine interessante Trading-Woche. Auf Wiedersehen.